Seid gegrüßt, meine Freunde der guten Pflege. Heute gibt es einfach mal an einem anderen Tag ein Video hier bei Ambulant Blogged, weil ich einfach mal die deutschen Ordnungsstrukturen durchbrechen möchte. Und ich war gestern in der Mörserei zu Gast. Das ist ein ganz neues Format, das vom Bollwerk produziert wird. Und es gab nette Live-Musik und ich durfte ein bisschen über meinen Blog sprechen. Ich habe unter anderem auch darüber gesprochen, wie ich zur Pflege gekommen bin, wie es zum Blog gekommen ist. Und weil ich euch diese Eindrücke nicht vorenthalten möchte und euch auch nicht den spektakulärsten kontaktlosen Desinfektionsspender namens Jons vorenthalten möchte, hier die Bilder dazu. Hier kommt das absolut einzigartige, phänomenale, einzigartige... Ach so, habe ich schon gesagt. Pflegefundstück der Woche. Das ist der Jons. Und das ist auch der Jons. Jons ist ein Desinfekt-Jons-Spender, der komplett kontaktlos funktioniert und auch noch ohne Strom betrieben werden kann. Also zusammengefasst, ein kontaktloser, ohne Strom betriebener Desinfekt-Jons-Spender. Ich muss euch das nicht erklären, aber das hat alles seinen Sinn, das passiert nicht. Eiscreme gibt's jetzt auch im Kino. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben heute den Tobias hier zu Gast und der bloggt unter Ambulant Bloggt. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Sieht cool aus. Was ist denn das hier für ein Kanal? Das ist ein Pflegekanal für die ambulante Pflege. Wir wollen halt auch so ein bisschen die Leute unterhalten. Wir wollen die Pflege mal von einer anderen, spaßigen, positiven Seite zeigen, weil es wird halt auch immer viel gestöhnt und gemeckert und zu Recht. Wir machen einen tollen Job, der unter schlechten Bedingungen stattfindet, aber wir machen auch einen tollen Job und das kann man ja auch mal zeigen. Wie ist es denn bei dir überhaupt gewesen? Wie bist du zur Pflege gekommen? Tatsächlich durch den Zivildienst. Also ich habe auch gar nicht vorgesehen, in die Pflege zu gehen. Ich war auch sehr orientierungslos zu der Zeit, 2006 glaube ich, und habe dann im Zivildienst gemerkt, ich kriege da ein Feedback von den Leuten und bin immer irgendwie mit so einem spaßigen, guten Gefühl nach Hause gegangen. Es gab immer viel Arbeit, also der Tag ging schnell rum und man hat halt immer viel Feedback einfach bekommen. Und das was sind denn so Ziele, die du mit dem Blog noch hast? Also erstmal freue ich mich natürlich, wenn der Blog wächst, also wenn wir einfach mehr Reichweite bekommen und ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht, wo die Reise so richtig hingeht. Also das wird jetzt so die Zeit zeigen. Es ist jetzt alles noch so frisch. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass am Anfang so recht wenig Struktur da war. Wir arbeiten jetzt so gerade, sind dabei, die Struktur einzuarbeiten. Und es wäre halt schön, wenn es nachher so eine Anlaufstelle ist für Leute, also so eine fixe, feste Anlaufstelle für Leute, die zum Beispiel in die ambulante Pflege gehen wollen oder in die ambulante Pflege gehen. Also, dass sie halt sagen, ich kann mich bei Ambulant Blogged wirklich allumfassend über die ambulante Pflege informieren. Ja. Und kriegt dann einfach einen super Eindruck und Einblick, genau. Wie es einfach aussieht. Ne? Genau, weil wir decken ja halt auch wirklich ganz, ganz viele Themen ab und das schließt sich dann irgendwann so der Kreis halt. Ja. Ne? Also das ist halt auch so was Schönes, was ich jetzt so halt feststelle, wenn ich in der Tour bin, man grüßt sich auf einmal, also andere Pflegedienste und dann grüßt man sich und fragt, wie geht's? Ja. Das hat man halt vorher nicht gemacht. Verrückt also, irgendwie auch, ne? Also. Ja, es ist verrückt, aber ich finde, es ist ein schönes Gefühl und es fühlt sich richtig an auf jeden Fall, ne? Dass man jetzt enger zusammengerückt ist, also die Pflege im Allgemeinen. Ja. Das finde ich ist ein sehr schönes Fazit. Ich danke dir, dass du heute bei uns zu Besuch warst. Ja, sehr gerne.
isn't a love song, not your typical, I'm so sad. And my fans keep telling me I should stay strong. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche mal vorbeischaut, denn nächste Woche werden wir weitermachen mit dem Thema Medikamentenlehre und ja, ich würde sagen, Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und bis dahin, meine Freunde der guten Pflege. Baby, without you, I...